Ja, wir sind in einer wunderschönen Region zu Hause, auf Asfis Ladis, mit herrlicher Landschaft, wunderschönen Almen, mit Bergwiesen, Kräutern und so weiter. Und das schmeckt man auch im Fleisch, das schmeckt man im Joghurt, das schmeckt man in Butter. Und was bei uns auch besonders ist, in unserem Klima, wir liegen doch schon bei 800 bis 1200 Höhenmeter. Wir haben ein sehr mildes Klima und da wächst da noch die Bergmarille und die ist sehr ausgezeichnet und die Zwetschge und daraus werden auch Edelbrände gemacht. Und das sollen die Gäste eigentlich in den Produkten auch spüren und schmecken und das schmecken sie auch. Ja, eigentlich unsere Schnäpse und Liköre macht das Besondere. Ist eigentlich kein großes Geheimnis und zwar, wir verwenden viel regionales Obst. Ein Großteil vom Obst kommt von unserem eigenen Garten. Wir haben einen Obstgarten von 6 Hektar, aber hauptsächlich mit Marille. Wir haben derzeit einen Baumbestand von der Marille von 10.000, 11.000 Bäumen. Und den Rest haben wir dann halt mit Kirschen, Apfel, Birnen, Zwetschgen, eigentlich alles so durch die Bank, was wir für die Brennerei da benötigen. Und das große Geheimnis ist eigentlich, wir können die Früchte am Baum reifen lassen, bis sie wirklich die Genussreife haben. Und dann werden sie eingemeischt und verarbeitet. Das ist eigentlich das große Geheimnis, muss man sagen, dass man wirklich hochwertige und vollreife Ware verwenden. Wir sind ein langjähriger Zuchtbetrieb. Wir haben Schafe am Hof, haben die Kühe am Hof. Und da fällt natürlich Lammfleisch und fällt Kalbfleisch an. Wir wollen das einfach, dass das Fleisch nicht aus der Region geht, weil wir einfach sagen, es ist besser, es schmeckt besser. Und dadurch wird es auch in die Hotels verkauft. Also unsere Produkte sind besser, weil die Tiere sind auf der Alm, sind auf der Weide. Sie fressen die Kräuter, wie sie die Natur erschaffen hat. Wir holen von der Milch nichts raus. In der Milch bleibt alles drin und deswegen sind unsere Produkte einfach besser. So